von uns. Und zwar gehen wir heute mal durch die Walking Street. Wir wollen uns auch nicht lange aufhalten. Otto auch am Start. Und wir halten gleich mal rum. Onkel! Das ein paar Viertel ist. Das ging auch bis Rinder, aber ist zu verrennt. Ihr seht es ja. Ansonsten gucken wir mal, was in der Walking Street heute los ist. So, warte. So. Ja, hier wird noch gebaut. Also, ich bin vorhin schon mal durch. Einiges hat auf. Und einiges hat zu. Wie eben. Ja, Ding. Wie die Barbetreiber halt durchgehalten haben oder nicht. Es ist noch natürlich sehr früh am Tag. Aber ich kann mit Otto nicht noch später. So. Hier sehen wir, hier ist einiges zu. Man muss natürlich dazu sagen, dass hier in der Walking Street die Mieten sehr, sehr hoch sind. Und deswegen viele aufgegeben haben. Ihr seht es ja hier, verrennt. Da verrennt. Hier ist zu. Papa! Ja? So. Ja, hier auch alles leer und verlassen. Aber ansonsten, ich habe ja vorher, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich bin schon mal durch. Es sind einige Diskotheken und einige Bars auf. Es ist natürlich so, dass man hier die Mieten an für sich nicht bezahlen kann. So. Hier ein paar Viertel zu. Oh, Touristenpolizei. Passen auch auf, so hier. King Seafood hat auf. Ansonsten. Die Cocktailbar hat auf. Ihr seht hier die Eisbar. Das King Café hat auf. Also ist schon was los. Es ist natürlich so, es ist jetzt 19:30. Und zwar. Da muss er jetzt wieder ein bisschen lauter reden. Es ist 19:30 und hier geht es an für sich erst später los. Hier die Barviertel, drei Bars, 1, 2, 3, 4, 5 haben auf, aber die Coco-Bars haben alle noch zu. So. Die Rocket Bar hat auf. Ansonsten hat hier, das meiste hat halt zu. Da müssen man erst wieder einen neuen Mieter finden. So. Ihr wisst ja, ich habe Otto auf der Schulter. Und muss ja ganz schön lang heizen. So, hier war die Luziferbar. Hat auch auf. Da ist ganz schön was los. Das geht ja sehr weit nach hinten rein. Ihr seht es hier. Und da war früher der Bär am Steppen. Jetzt ist natürlich, ja, man muss warten. Ich denke mal, wenn man später hierher kommt, dann ist hier auf, ist hier mehr los. Das hat er gezeigt. So, hier hat natürlich noch alles zu. So, guckt euch mal die Stromleitung an, das sieht ja wieder mal lustig aus. Es ist natürlich auch so, wo früher hier tausende Leute lang gelaufen sind, die Straße war ja brechend voll hier. Ihr seht ja, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leutchen auf der Gasse. Hier in den ganzen Straßen, hier waren überall Essbuden. Hier oben haben Otto, ich sehe nichts.
Hier haben die Russenmädchen getanzt und hier war eine Diskothek. Die Bierdisco. Ja, ihr seht es ja dunkel, geschlossen. So, ich würde sagen, Werbung. So, hier ist er wieder. Es geht eigentlich mit Licht. Ich habe gedacht, es wäre nicht so gut, aber es ist eigentlich hell genug. So, hier die Rolltreppe. Hier waren auch alle Spas. Bis nach hinten rein. Hier die Straße kann man durchgehen und kommt dann hinten auf der Second Road wieder raus. Alles voll mit Essen und hin und her. So, hier waren die Muay Thai-Kämpfe. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Tattoo-Laden. Auf. Eine Außenbar. Zum ja. Ja, ein Hund, aber es ist kein echter. So, hier, es hat eben noch alles zu, weil die Mieten halt. Hier waren auch alle Spas bis nach hinten und hinten waren auch Essens und na, Essen und Diskotheken. Hier waren früher viele Dunkelhäutige. Hier war die Ladyboy Bar. Der Baum, ansonsten hat ja noch alles zu. Ich denke mal, das Insomnia wird mal aufhaben. Aber wir laufen schon bis noch ein Stück. Ja, ihr seht ja hier alles verrennt. Verrennt. Zu. Ja, man muss halt abwarten. Hier habe ich gehört vorhin, dass hier später hier richtig die Post abgeht, hier drüben. Ihr seht, ich halte ja drauf. Ich muss ein bisschen nochmal reden natürlich, weil wegen der Musik wieder. Oder ich muss es rausschneiden. Das müssen wir sehen. So, hier wird noch gebaut. Ja, ihr seht bis darin da. Ansonsten müssen wir hier mal kurz warten. So, hier wird abgerissen. Also es ist so. Es wird hier was abgerissen, aber es sieht nicht so aus, als ob die ganze Walking Street komplett abgerissen wird. So, wir gehen mal hier rein und gucken mal hier. Ja, man sieht es hier. Ihr seht jetzt, das wird abgerissen. Aber es sieht nicht so aus, als ob es abgerissen wird, weil wenn hier eine Strandpromenade gebaut wird. Hey, Schalter! So, hier wird natürlich noch gebaut. Ich habe meine Kippenschachtel verloren. Jetzt war ich gerade im Auto am gucken, da ist die nicht. Ja, weiß, wo soll die denn sein? Weiß. Da muss ich nachher mal gucken. So. Also, wir laufen weiter. Also, bye bye. Bye bye. Olli. Ansonsten sehen wir ja eher Barbecue. Also hier war früher viel mit Essen. Gerade hier drinnen. Und ansonsten hier, ihr seht es ja. Oh, hier hat auf. Und zwar kann man hier sein Essen holen. Also man sagt, was man essen will. Seht ihr es hier? Krabben, Fische, alles Mögliche. Und dann setzt man sich hinten rein und kann essen. Ja. Seht ihr, da hinten sind die ganzen Fische. Ist ein bisschen teurer, aber an sich jetzt nicht ganz so teuer, weil im Gegensatz zu Deutschland, es sind ja schon sehr gute Preise. So.
Ja, warte, ich muss ja mal gucken. Das ist nicht leicht mit Otto auf der Schulter. So, wir würden sagen, wenn ich heute da reinstellen soll, nein, wir machen Witz des Tages. Er macht's morgen, ich habe heute keine Zeit mehr. So, wir gehen jetzt hier die Straße noch lang und zwar... Papalei. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Papalei. Ja, die sitzt im Auto und wartet. Ja. So, hier war früher natürlich auch Remi Demi, voll Highlife. Aber wie gesagt, es war zum Schluss mehr Inder wie alles andere. Und naja, ihr seht es ja, ist alles zu gerade. Hier hat eine Bar auf, oder auch nicht. Ja. Ja, es sieht schon ganz schön wüst aus. Du bist ganz schön schwer. Nein. Ja, na klar, bist du schwer. 17 Kilo. So, hier, sehr schön gemacht. Seht ihr es hier? Ich kann jetzt natürlich nicht so mit der Kamera rumfutzeln, weil ich Otto auf der Schulter habe und Otto festhalten muss. Hier hat eine Bar auf. Man hört es ja, ich muss wieder ein bisschen lauter reden, weil ich sonst wieder Geld abgeben muss und das wäre ja nicht unbedingt in meinem Sinne. So. Nur gut, dass ich mit Sport angefangen habe, sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt schon zusammengebrochen. So, also hier, die Bars haben auf, die hatten vor 2 Wochen noch zu. Es gehen besonders schöne Grüße heute raus an Kermit, mein Fußballfreund von früher, der ja hier 3 Wochen da war. Und da hat man hier drüben in der Gaststätte haben wir gegessen noch, bevor er mit nach Hause ist. So, wir gehen mal hier durch. Es ging doch früher, ging es hier durch. Ich muss gucken. Also Bar auf. Und es ist mehr zu das indische Viertel gewesen. Hier hat auch eine Bar auf. Ja, Otto. So, und auch hier war ja früher voll Highlife. Aber da ist alles zu. Also halten wir nochmal hier drauf. Ja, ein bisschen Licht haben wir ja. Ja, hier ist dunkel. Aber guck mal, da ist schön Vollmond haben wir. Yeah! Genau. Genau. So, hier waren auch Bars, Diskotheken. Also hier links ging es zum Beispiel in eine Diskothek rein. Aber da kommen jetzt nicht, also hier war eine Diskothek hier links. Hier, da. Und hier war allgemein ein großes Restaurant. Und hier waren alles Essensguten. Hier drüben die Toilette. Und hier war alles voll. Taxis, Stände, Essen. Wahnsinn. So, wir gehen jetzt wieder in die Walking Street rein. Hier war ein Essensrestaurant. So, hier war früher auch ein Restaurant, aber das ist jetzt ein Club im Bau. So, hier kommen, und zwar kommen wir raus an der berüchtigten GB Bar. Aber ihr hört es ja hier, es ist alles leer geräumt. Hier war früher auch viel los. Hier an der Bar, also hier, ihr seht es ja nicht. Und zwar
wenn nichts mehr los war, ist man hier noch her. Stinkt ein bisschen nach Bibi. Die Bar zu und hier alles zu. So. Oh, wir sind schon wieder über der Zeit. Also, Kermit haben wir gegrüßt. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir gesund, bleibt mir treu. Ui. Und werdet alle glücklich. Bis die Tage. Bye, bye. Thank you.